Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ungeachtet der Bemühungen der sowjetischen Staatsführung um ein Ende der bürgerkriegsähnlichen Kämpfe zwischen Armeniern und Aserbaidschanern gehen die bewaffneten Auseinandersetzungen weiter. Daran konnten auch die Entsendung von Elitetruppen in das Krisengebiet und die Verhängung des Ausnahmezustands nichts ändern. Heute wurden weitere Truppen in Marsch gesetzt. Gekämpft wird vor allem in der autonomen Region Bergkarabach und im Grenzgebiet der beiden kaukasischen Sowjetrepubliken. Dabei setzten die verfeindeten Parteien erbeutete Hubschrauber, Panzer, Waffen und Munition ein. Über die Zahl der Opfer gibt es unterschiedliche Angaben. Sie schwanken zwischen 80 und 100. Jeden Tag neue Opfer. Ein Leutnant ist erschossen worden. Man versucht, die Schuldigen zu finden und holt die Untersuchungsrichter in gepanzerten Wagen her. Ein aussichtsloses Unterfangen, in dem Chaos Recht sprechen zu wollen. Der Ausnahmezustand hilft auch nicht weiter. Es wird nach wie vor gekämpft, geplündert, gemordet. Aserbaidschaner machen weiter Jagd auf Armenier. Armenische Banden überfallen Militärdepots, um sich mit Waffen zu versorgen. Es gibt praktisch keine Militäreinheit mehr, die nicht von irgendeiner Seite beschossen wurde. Die Aserbaidschaner haben wieder mit Blockaden begonnen. Seit 3 Tagen soll kein LKW mehr nach Bergkarabach durchgekommen sein, so heißt es. Die Eisenbahn fährt nicht. Soldaten werden durch die Blockaden gehindert, zu ihrem Einsatzort zu fahren. Und auch eine Kontrollkommission, die sich immer noch um eine politische Lösung bemüht, hat Stepanakert, die Hauptstadt Bergkarabachs, nicht erreichen können. Allein in dem kleinen Städtchen Stepanakert sieht die traurige Bilanz so aus. 20 Tote und 260 Verletzte. Die Menschen haben jeden Glauben an eine politische Lösung verloren. Zu lange wurde nur geredet und nichts entschieden. Jetzt ist Rache und Vergeltung angesagt. Auf die Frage, ob sich auf friedlichem Wege nicht doch etwas erreichen ließe, die überzeugte Antwort: niemals. Wir glauben nichts und niemandem mehr. Und auf die Frage, ob man weiteres Blutvergießen nicht doch verhindern könne, ein entschiedenes Nein. Die Bonner Regierungskoalition aus CDU, CSU und FDP will jetzt Leistungskürzungen für Übersiedler aus der DDR sowie für Aussiedler aus den osteuropäischen Ländern prüfen. Bei einem Meinungsaustausch am Vormittag im Kanzleramt war sich die Koalitionsrunde grundsätzlich darin einig, dass Handlungsbedarf besteht. Übereinstimmung gab es auch über den Zeitpunkt, wann die angestrebte Vertragsgemeinschaft zwischen beiden deutschen Staaten unterzeichnet werden sollte. Aus Bonn, Werner Sonne. Nach 3-stündigen Beratungen im Kanzleramt war sich die Führung der Koalitionsparteien heute Vormittag einig. Vor freien Wahlen in der DDR soll es keinen Abschluss der Vertragsgemeinschaft geben. Bis zum 6. Mai sollen keine Verträge unterschrieben werden, die vom Parlament ratifiziert werden müssen. Bundeskanzler Kohl machte allerdings klar, dass die Vorarbeiten mit der Regierung Modrow zügig weiterlaufen sollen. Was wir aber jetzt schnell brauchen, ist eine, nennen wir es mal als Arbeitsbegriff, Abmachung mit der Regierung der DDR. Und das wird auch Gegenstand des Gesprächs dann im Februar sein mit Ministerpräsident Modrow über die Maßnahmen, die jetzt so schnell wie möglich getroffen werden müssen. Und die dulden auch überhaupt keinen Aufschub, weil die psychologische Lage in der DDR immer schwieriger geworden ist. Die Bundesregierung möchte den ungebrochenen Übersiedlerstrom aus der DDR durch schnelle Verhandlungserfolge mit Ost-Berlin eindämmen. Eine Arbeitsgruppe soll zugleich prüfen, wie Sozialleistungen für Übersiedler abgebaut werden können. Hier gibt es unterschiedliche Vorstellungen in der Koalition. Die FDP betonte, es dürfe kein minderes Recht für DDR-Bürger geben. Auch der Arbeitsminister unterstrich, grundsätzliche Änderungen im Rentenrecht werde es nicht geben. Modifizierungen, aber nicht Ausstieg aus bewährten Systemen. Zur Stunde wieder ein Treffen im Kanzleramt. Die Spitzen von CDU und CSU beraten darüber, welche Partei künftig in der DDR unterstützt werden soll. Anders als die Sozialdemokraten hat die Union in der DDR bisher keine Partei gefunden, die sie als Partner akzeptiert. Sie hofft aber jetzt auf einen Zusammenschluss der zahlreichen kleinen Parteien in der DDR, schließt aber auch eine Zusammenarbeit mit der Ost-CDU nicht mehr aus. Nach den Vorstellungen von CDU-CSU-Fraktionschef Dregger können die politischen und wirtschaftlichen Probleme der DDR nur durch eine Vereinigung mit der Bundesrepublik gelöst werden.
Vor der Unionsfraktion sprach sich Drecker heute ferner dagegen aus, die Einheit Deutschlands von der Integration Europas abhängig zu machen. Die deutsch-deutschen Wirtschaftsgespräche wurden heute in Bonn fortgesetzt. DDR-Wirtschaftsministerin Luft sprach mit ihrem Kollegen Hausmann und Vertretern der Opposition über Möglichkeiten, Investitionen bundesdeutscher Unternehmen in der DDR zu verbessern. Das Interesse ist groß, das Ergebnis mager. Es gibt noch keinen Durchbruch für freie marktwirtschaftliche Spielräume in der DDR. Allerdings kleine Hoffnungsschimmer. So soll bis Monatsende das Investitionsschutzabkommen unter Dach und Fach sein, das vor allem für die Großindustrie wichtig ist. Helmut Hausmann lässt sich noch einmal bestätigen, dass die Obergrenze von 49% für Unternehmensbeteiligungen bei Klein- und Mittelbetrieben großzügig gehandhabt werden soll. Aber jeder Einzelfall, sagt Christa Luft, müsse geprüft werden. Bürokratische Hemmnisse heißt das hierzulande. Es ist unser Bestreben, hier eine Aufholjagd, wenn Sie wollen, zu machen. Aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, alles, was wir beschließen an Beteiligung an der internationalen Kooperation, soll sich auch auf die volkseigene Industrie genauso beziehen. Und das bedeutet weiterhin 49%. Experten beider Seiten werden jetzt alles aufarbeiten. Helmut Hausmann setzt sich ein Erfolgsdatum. Bis zur Leipziger Messe im März werde man klarer sehen. Es wird immer deutlicher, dass es nicht an der Bonner Politik oder am westdeutschen Unternehmer liegt. Solange die SED-Regierung in Ost-Berlin nicht erkennt, dass bürokratische oder ideologische Gängelei jeden Ansatz zu einem freien Markt erstickt, solange werden auch die Bürger in der DDR nicht erkennen können, ob es jemals mit ihnen bergauf geht. Von den Sozialdemokraten bekommt Frau Luft das Gleiche zu hören. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Wolfgang Roth, mit dem sie anschließend zusammentrifft, verlangt deutliche Signale der SED-Regierung, damit die Abwanderung aus der DDR gestoppt wird. In dem Gespräch mit den SPD-Abgeordneten kündigte die Wirtschaftsministerin unter anderem an, dass die DDR den Verkauf von Wohnungen an Mieter plane. Auch die Ausgabe von Aktien von DDR-Unternehmen stellte Christa Luft in Aussicht. Die Regierung in Ost-Berlin wolle entsprechende Vorschläge in den nächsten Wochen unterbreiten. Als erster Ministerpräsident der DDR ist Hans Modrow heute zu Gesprächen nach West-Berlin gekommen. 3 Stunden soll die Begegnung mit Berlins regierendem Bürgermeister Momper im Gästehaus des Senats dauern. Vor 4 Wochen hatten sich die beiden zum ersten Mal in Ost-Berlin gesehen. Ein umfangreiches Themenpaket steht auf dem Programm. Es reicht von besseren Verkehrsverbindungen über einen intensiveren Kulturaustausch bis zu der unterschiedlichen Wirtschaftsentwicklung zwischen Ost und West. Einen Tag nach der Erstürmung der Stasi-Zentrale in Ost-Berlin durch aufgebrachte Bürger bemühten sich Regierung und Opposition der DDR gemeinsam darum, die politischen Auswirkungen zu begrenzen. Nach Angaben des Volkspolizeichefs Winderlich sei der operative Schaden unabsehbar, der Sachschaden gehe in die Millionen. Heute Nachmittag in der Zentrale des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes. Die Presse darf das Chaos und die Schäden besichtigen, die Tausende von Demonstranten gestern bei der Stürmung der Gebäude angerichtet hatten. Der Schock über dieses erste Umschlagen des Volkszorns in Gewalt sitzt noch tief. Und noch streiten sich Oppositionsgruppen und Staatsorgane darüber, wie es dazu kommen konnte. Spekulationen, dass Provokateure, aus welcher Ecke auch immer, bei der Öffnung der Stasi-Festung am Werk waren, lassen sich bislang nicht erhärten. Sprecher der Bürgerkomitees sahen heute das Öffnen der Tore sogar positiv. Es wäre, wenn meiner Meinung nach das Tor nicht aufgemacht worden wäre, entweder vor dem Tor oder hinter dem Tor irgendwo hätte es Tote gegeben. Ich sehe es als positiv an, dass wir es geschafft haben, zusammen mit der Polizei, dass keine Gewalt gegen Menschen stattgefunden hat, dass es keine Verletzungen gab. Die DDR-Regierung sah gestern das Land in großer Gefahr. Man befürchtete ein Überspringen des Gewaltfunkens auf andere gleichzeitig stattfindende Demonstrationen in Leipzig oder Dresden. Wir müssen alles tun, damit diese Erneuerung mit den bisherigen friedlichen Mitteln weitergeht, damit es zu keinen bürgerkriegsähnlichen Erscheinungen kommt. Seit heute Morgen kontrollieren Volkspolizisten gemeinsam mit Bürgerkomitees alle Zugänge zu den ehemaligen Stasi-Gebäuden in der Ostberliner Normannenstraße.
Zeitungen und Zeitschriften aus der Bundesrepublik sollen in den nächsten Monaten auch an Kiosken in der DDR verkauft werden. Nach Angaben von DDR-Postminister Wolf laufen derzeit entsprechende Verhandlungen. Von bundesdeutschen Verlagen legen bereits zahlreiche Angebote vor. Bundesumweltminister Töpfer ist zu einem dreitägigen Besuch in die DDR gereist. Heute besuchte er das nukleare Endlager Morsleben, das in unmittelbarer Nähe zur innerdeutschen Grenze bei Helmstedt liegt. Bisher galten kerntechnische Anlagen als streng geheim. Töpfer will sich darüber informieren, wie der Sicherheitsstandard von Kernkraftwerken in der DDR verbessert werden kann. Geplant ist auch die Einrichtung einer deutsch-deutschen Strahlenschutzkommission. Die Bundestagsfraktion der Grünen wird für ein Jahr ausschließlich von sogenannten Realpolitikern geführt. Bei der Neuwahl gestern Abend rückten neben die bisherige Sprecherin Antje Vollmer auch Waltraud Schoppe und Willi Hoss in die Führungsspitze auf. Frau Vollmer warnte heute vor einer übereilten deutschen Wiedervereinigungspolitik. Die von den anderen Parteien betriebene deutsch-deutsche Politik der heißen Hand sei hochgefährlich für die komplexe Entwicklung in der Sowjetunion und in Osteuropa. Zusätzlich zu dem Übersiedlerstrom aus der DDR kommt auf die Bundesrepublik nach Einschätzung von Bundesaußenminister Genscher auch eine Aussiedlerwelle aus Rumänien zu. Nach Gesprächen mit Vertretern der Banater Schwaben und den Siebenbürger Sachsen in Bukarest, Temeswar und Hermannstadt, sagte Genscher, mehr als 100.000 Deutsche seien entschlossen, Rumänien trotz des beginnenden Reformprozesses zu verlassen. Flottillenadmiral Elmar Schmeling ist heute in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Nach § 50 des Soldatengesetzes gab das Bundesverteidigungsministerium Gründe dafür nicht an. Der 52-jährige Admiral kündigte an, dass er eine Klage beim Verwaltungsgericht auf Wiedereinstellung erwäge. Die Opposition in Bonn äußerte sich befremdet über die Entscheidung des Verteidigungsministeriums. Mit dem Admiral sprach Gerta Pelletier. Also es gibt zwei wesentliche Gründe. Der erste Grund ist der, dass ich seit Jahren nun penetrant meine Meinung zur NATO-Strategie äußere, die ich für gefährlich und deshalb revisionsbedürftig halte. Und der andere Grund ist, dass ich im Zusammenhang mit der Äußerung meiner Meinung immer wieder dafür eingetreten bin, dass ich das auch tun darf, weil nun einmal unser Konzept vom Staatsbürger in Uniform jedem Soldaten, egal welchen Rang er begleitet, das Recht einräumt, sich in der Öffentlichkeit auch anders zu äußern, als dies seine Vorgesetzten oder Kameraden tun. Das heißt also, dieses penetrante Herumreiten auf der Forderung, dass die NATO-Strategie verändert werden muss und das Aufzeigen, wo innerhalb der Bundeswehr Meinung unterdrückt wird, das hat mir das Genick gebrochen. Der Bund hat im vergangenen Jahr weniger ausgegeben, aber mehr Steuern eingenommen als ursprünglich veranschlagt. Wie Finanzminister Weigel heute mitteilte, blieben die Ausgaben mit knapp 290 Milliarden Mark um 1,5 Milliarden unter dem Ansatz. Die Einnahmen fielen um 5,7 Milliarden Mark höher aus. Bei der Bekanntgabe des vorläufigen Etatabschlusses strich Weigel insbesondere heraus, dass die Neuverschuldung des Bundes mit 19,2 Milliarden Mark so niedrig gewesen sei wie seit 15 Jahren nicht mehr. Der ums Überleben kämpfende Einzelhandelskonzern Coop mit rund 40.000 Beschäftigten kommt nicht zur Ruhe. Die vier ausländischen Altaktionärsbanken, die vor dem Kapitalschnitt im November noch 72% des Grundkapitals hielten, verzichteten auf das Recht zum Umtausch ihrer wertlos gewordenen Altaktien in neue Anteilsscheine. Sie beteiligten sich damit nicht an der notwendigen Kapitalerhöhung. Neue Eigentümer sind jetzt mit rund 90% die beiden Hausbanken des Coop-Konzerns, die Deutsche Genossenschaftsbank und die Bank für Gemeinwirtschaft. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 17. Januar. Der Satellitenfilm zeigt das europäische Festland überwiegend bedeckt. Lücken sind im Bereich der Nordsee und über Norddeutschland zu erkennen. Sie kamen im Tagesverlauf weiter südostwärts voran. Ein vom Atlantik nachfolgender Wolkenkomplex zog ebenfalls weiter ostwärts. Er gehört zu einer Kaltfront, die den größten Teil Deutschlands von Nordwesten her überquert und frischere Meeresluft mitbringt. Die Vorhersage für morgen. Zunächst bedeckt und zeitweise Regen, im höheren Bergland auch Schneefall. Im Laufe des Vormittags im Norden Übergang zu wechselnder Bewölkung, nur vereinzelt Schauer. Tiefsttemperaturen im Süden 0 bis 5,
sonst um 7 Grad. Höchstwerte im Süden um 6, sonst 6 bis 11 Grad. Mäßiger bis frischer, nach Norden zu stürmischer Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten am Donnerstag weiterhin wechselhaft, etwas zurückgehende Temperaturen. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin der Bürgerkrieg zwischen Aserbaidschanern und Armeniern, die COCOM-Liste und der Ost-West-Handel, die Harthöhe und der ungeliebte Admiral.